Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ich bin Wolf Fuß. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Wir übertragen heute eine Partie aus den Champions Playoffs. Das dürfte richtig hoch. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Das ist abseits, der ist zu früh gestartet. Keine gute Aktion. So werden die Gastgeber beginnen. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Kalidou Koulibaly spielt neben Gerard Piqué in der Abwehr. Yaya Touré steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und im Sturm ist Diego Forlán. So beginnen die Gäste heute. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Virgil van Dijk spielt mit Marquinhos in der Abwehr. Lionel Messi steht mit Sofiane Boufal auf den Außenbahnen. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Guimarães. Schön diesen Pass abgefangen. Busquets, Diego Forlán. Zu den wichtigsten Spielern in dieser Partie dürfte natürlich auch Diego Forlán gehören. Er ist auf jeden Fall einer der... Oh, da ist er durch! Super von Courtois, er hat den Ball! Salah. Perisic. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Erstmal Ballverlust. Jetzt kommt der Schuss. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Buffal. Gute Balleroberung hier. Nicht ungefährlich, Steilpass. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sergio Busquets. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Darwin. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Abseits, überhaupt kein Grund zur Aufregung. Gefahr ist erstmal bereinigt. Ah, das war eng, das war knapp. Den Lauf müssen sie besser teilen. Dann wird es hier richtig gefährlich. Und er schießt. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Cancelo. Ball läuft gut jetzt. Jetzt kann er es machen. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Ne, sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Und dann doch der Ballverlust. Mondi. Salah. Das war eng, aber er hat ihn. Diego Forlán. Messi mit dem Ball. Guter Vorstoß da jetzt. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Und jetzt Busquets. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Aber die Pelé.
Oh, war das knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Busquets jetzt. Ball jetzt bei Perisic. Und das ist der Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich. Voilà. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Darwin. Klasse Aktion da. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Da verliert er den Ball, jetzt müssen sie aufpassen. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Macht das ganz sicher. Was für eine Parade, super Aktion und er bewahrt sie vor dem Rückstand. Und wieder sind sie hinten drin, Angriff läuft, vielleicht gleich die nächste Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Könnte die Führung werden. Sie bleiben im Ballbesitz nach dieser tollen Parade und es war wichtig, dass sie danach setzen, dass sie es nochmal versuchen, im Nachschuss das Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da sehen wir die Tafel, eine Minute wird nachgespielt. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Und dann ist der Ball doch weg. Schweinsteiger. Habe die Pelé. Darwin ist das. Ja, starker Pass. Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen Moment zu früh. Und die Konsequenz heißt Abseits. Durchaus eine riskante Spielweise, dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Aber wenn es klappt, ja, dann ist die Chance da. Buffal. Bruno Guimarães. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Verlau Mondi. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Messi jetzt am Ball. Er bekommt Hilfe. Die Chance jetzt. Da macht er das Tor. Sie